Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play This is the Police, in der ich mich erstmal verschlucke bei der Anmoderation, was natürlich wieder total professionell wirkt, und in der wir hoffentlich den Bandenkrieg, der jetzt schon seit einiger Zeit hier in unserer wunderschönen, von Gott gesegneten Stadt tobt, Einhalt gebieten können. Vorzugsweise mit dem Sieg von Vickers Vargas. Mal gucken. Wir sind jetzt auf Tag 25. Es dürfte nicht mehr so lange gehen jetzt. Ja, es müsste so, ja, zwischen 28 und 30 müsste Schluss sein mit der Geschichte, wenn das mit den 2 Wochen hinkommt. Was sagt denn die Zeitung dazu? Backwettbewerb im Park geplant. Nicht genügend Platz auf dem Stadtfriedhof. Ob das meine Schuld ist? UFO in Vorstadt gefilmt. Nee. XCOM. Enemy Unknown. Das ist übrigens ein Spiel, wo ich es mir durchaus auch mal vorstellen könnte, das als Let's Play mit euch zusammen zu machen. Sowohl Teil 1 als auch Teil 2. Vielleicht können wir das ja mal in Angriff nehmen, vielleicht auch so in diesem 2-Tage-Rhythmus mit 40-Minuten-Folgen oder so zweimal die Woche oder irgendwie sowas in der Art, wenn wir hier mit This is the Police fertig sind, denn da hätte ich wirklich Bock drauf und ich glaube, das könnte auch richtig Spaß machen, wenn ich nicht total verkacke. Okay, aus der Schicht sind wieder alle erschienen. Wunderbar. Es geht doch. So allmählich haben wir unsere Pappenheimer aussortiert, ne? So allmählich läuft es. So, wir müssen heute mal wieder ein bisschen mehr für Sand machen. Die Stadtverwaltung. Ja, ich krieg die Stellen eh schon nicht belegt. Ich verbessere mal das SWAT-Team. Ist das übertrieben? Ich versuche es mal. So, auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben immer noch keine vernünftigen Angebote. Okay, dann also weiter mit reduzierter Personalbelegung hier, ja, okay. Beratender Ermittler für 50.000, ey, ich denke nicht. Was haben wir denn hier? Gewaltsame Auseinandersetzung. In einer Bar brach ein Kampf aus, nachdem der Barkeeper sich geweigert hatte, 2 besonders betrunkene Männer zu bedienen. Nee, Roy ist tatsächlich noch ein ganz kleines bisschen besser als Koji, aber da fehlt jetzt nicht mehr viel. Ich hätte vielleicht den Mannschaftswagen mitschicken sollen, oder? Das war dämlich gerade. Das war mehr als nur ein bisschen dämlich. Da habe ich nicht aufgepasst. Hatte ich überhaupt die Option, den Mannschaftswagen mitzuschicken? Die Sands brauchen Hilfe. Ja, müssen wir mal wieder machen. Ich glaube, 1-2 Tage müssen wir noch diskret spielen, bevor wir voll auf Vargas gehen können. Wir haben die Wohnung von einem der Anführer von Vargas Truppen ausfindig machen können. Wir werden das eigenständig erledigen, aber dabei werden wohl ein paar Schüsse fallen. Es wäre gut, wenn die Polizei dort übernehmen könnte, sobald der Ärger vorbei ist. Natürlich, ausnahmsweise. So, Vargas führt mit 2 Punkten. Das heißt, wir müssen heute für Sand 2 Aufträge erledigen. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass Sand uns heute auch tatsächlich 2 Aufträge anbietet. Aber das war bisher eigentlich noch nie das Problem. So, was ist denn jetzt hier los? 2 große, wütende Männer kämpfen in einer Ecke der Bar miteinander. Den Taser einsetzen. Einfach zzzzt. Was sonst? Das ist das Sicherste. Und gibt 5 Beamten 10 Punkte. Das hat sich echt gelohnt. Mensch, Schicht A habe ich bald an dem Punkt, den ich haben wollte, dass alle meine Beamten mindestens eine Professionalität von 200 haben. Das finde ich richtig geil, vor allem da wir gerade mal an Tag 25 sind. Aber ich denke, das wird noch wesentlich schlimmer werden alles, ne? Also das ist, das sind hier erst die Vorgeplänkel. Von Chefkoch Mastriani. Mr. Boyd. Meine Firma hat das Bankett zum 20. Jubiläum der Galerie für moderne Kunst geplant, aber die Feier wurde im letzten Moment abgesagt. Es wäre wirklich schade, wenn so viel Essen weggeworfen würde. Ich würde es gerne Ihnen und Ihren Leuten für eine geringe Gebühr anbieten.
Denken Sie nicht, Ihre Untergebenen würden diese luxuriösen Mahlzeiten lieben? Ja. Klar, Selbstmorddrohung. Oh, hätte ich jetzt fast verpasst, tatsächlich sogar. Ein junger Mann ist auf das Dach des Doms geklettert und droht zu springen. Es hat sich eine Gruppe von Schaulustigen am Fuß des Doms gesammelt. Ein paar erkennen den Mann wieder und sagen, sie seien sich sicher, er würde nicht springen. Er wäre auf einem schlechten Trip und wolle nur Aufmerksamkeit. Ja, klar. Und dann geht die ganze Chose nach hinten los und ne. Nee, da spielen wir nicht mit. Da schicke ich mal einen erfahrenen Cop und der kann dann gleich den Hatten noch mal ein bisschen ausbilden. Die sollten die Sache dann eigentlich im Griff haben. Ich hoffe, dass Sand uns bald noch... Oh, das geht ja aber heute Schlag auf Schlag und mit relativ kurzer Reaktionszeit immer, ne? Eine junge Frau hat versucht, das Restaurant Octopus ohne Begleichung der Rechnung zu verlassen. Die Kellnerin hat versucht, sie aufzuhalten, aber die junge Frau erteilte ihr einen Schlag an den Kopf, der sie bewusstlos zu Boden gehen ließ. Ein Wächter mischte sich ein, aber die junge Frau setzte ihn mit Pfefferspray außer Gefecht. Dann schloss sie sich selbst in einem Hinterzimmer ein, wo zu hören ist, wie sie auf etwas einschlägt und laut flucht. Ihr drei erledigt das mal. Ihr kriegt das schon hin. So, einen Bericht hätte ich jetzt ganz gerne mal. Das ist nicht das erste Mal, dass der Teenager Gordon Booker mit einer solchen Vorstellung die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gelenkt hat. Er hat nie wirklich geplant zu springen, ja, aber gerade auch bei so Sachen wie Selbstmorddrohungen halte ich es doch für sinnvoll, für die Polizei zu reagieren, weil dann ist es irgendwann doch mal ernst gemeint. Das glaube ich jetzt gerade nicht. Dann ist es irgendwann doch mal ernst gemeint und die Polizei sagt, oh ja, oh, pff. Ja, und dann haben wir wieder einen Toten. Ermittlungen, Gang, da war ja was. So. Die Ermittlungen gegen Goroschny werden eingeleitet. Simon Gorodnitschew versteckte die gestohlenen Schmuckstücke in seiner Werkstatt. So, der Ermittlung, achso, die ist noch gar nicht gestartet. Im Geschäftsviertel haben wir einen Mord, denn da muss ich mich dann auch gleich noch drum kümmern. Ja, die Vargas brauchen Hilfe, aber ich kann leider nicht helfen. So, ist einer von euch heute zufällig da? Nein, natürlich nicht. Läuft. Ja, ich habe zu wenig Detectives. Die Sands brauchen Hilfe. Ein paar unserer Leute sind gerade in eine Reihe von Schlägern hineingestolpert. Wir wissen nicht, ob das Vargas-Leute sind. Aber es wäre gut, ein paar Beamte dort zu haben, falls die Dinge außer Kontrolle geraten. Ich bin im Moment ja so ein bisschen am Überlegen, ob wir jetzt sagen... Wir halten jetzt noch den Status quo und ab Tag 27 hauen wir richtig auf die Kacke. Ab Tag 27 werden die Sands von uns keine Unterstützung mehr erhalten. Genau das ist das, was wir machen werden. Ich habe mich jetzt entschieden. So machen wir das. Das heißt, zwei Tage müssen wir uns noch bedeckt halten. Okay, die Ermittlungen haben begonnen, aber ich will nicht, dass du alleine ermittelst. Unsere beste Frau unterstützt sich dabei. Blöd ist nur, dass wir jetzt hier mit dem Mord nichts machen können, ne? Die Sekretärin des bekannten Geschäftsmanns Elvis Calvo berichtet, unbekannte Personen seien in das Büro ihres Chefes eingedrungen und haben ihn aus dem Fenster geworfen. Ja. Blöd gelaufen. Ich hoffe, der Mord ist morgen auch noch da. Sonst haben wir halt eine Ermittlung, die wir jetzt nicht aufnehmen konnten. Lärmbeschwerde. Robert Wilson hat angerufen, um sich darüber zu beklagen, dass seine Familie wegen lauten Nachbarn nicht schlafen könne. Er sagt, dass dort zu allen Uhrzeiten seltsame Leute ein- und ausgingen und Lieferungen annehmen. Mr. Wilson hat das lange Zeit ohne etwas zu unternehmen geduldet, aber seine Söhne haben sich vor dem Schlafen aus dem Zimmer geschlichen und beim Nachbarn in die Fenster gelugt.
Sie schwören, dass sie Kisten voller Maschinengewehre gesehen hätten. Kinder haben ja eine wilde Fantasie und könnten sich alles Mögliche ausdenken, aber es ist vielleicht doch besser, wenn sie jemanden vorbeischicken und die Leute bitten würden, etwas nachts etwas leiser zu sein. Ja, klar, machen wir. So. Das machen wir doch sofort. Ich bin ja echt gespannt, ob die Mordermittlungen, ob die uns noch erhalten bleiben oder ob wir die verlieren, wenn wir die am heutigen Tag nicht aufnehmen. Ich meine, es wäre schade, wenn wir die verlieren, aber auf der anderen Seite, ich habe halt nicht genug Detectives und die Detectives, die heute zur Verfügung stehen, das sind leider alles immer die leitenden Detectives in irgendwelchen Fällen und deswegen kann ich die da nicht abziehen, um die in einem anderen Fall zuzuweisen, wie zum Beispiel diesem Mord. Ja klar, ein Mord ist vielleicht wichtiger als der Raub, aber ich will die Ermittlungen in dem Fall deswegen nicht abbrechen. Und die sind ja auch noch nicht abgeschlossen, ne? Wobei, vielleicht können wir ja eine der Ermittlungen heute noch abschließen, wenn wir die nötigen Fotos kriegen, um diese Ermittlungen noch zu beenden, und können dann den Detective noch dem Mord zuweisen, bevor wir die heutige Schicht beenden. Das klingt nach einem Plan, das werden wir auf jeden Fall versuchen. Und jetzt brauchen die Leute bei der Lärmbeschwerde erst einmal Verstärkung. Dann mal los. Zwei Beine nochmal in der Hinterhand. Für den Fall, dass hier noch irgendein Notruf eingeht. Ja, jetzt wird es spannend. Jetzt ist gleich Mitternacht. Das bedeutet, wir kriegen gleich die Ergebnisse der Ermittlungen unserer Detectives. Raub. Zwei neue Schnappschüsse. Ah, ja, okay. Das ist natürlich möglich. So. Okay, so war es also nicht. Aber es hätte natürlich so sein können, ne? Schade. Annahme von gestohlenen Waren. Okay, die Ermittlungen laufen, aber die sind noch lange nicht erledigt. Da brauche ich es noch gar nicht versuchen. Dementsprechend kann ich jetzt natürlich keinen Detective diesem Mordfall dazu weisen. Ach, guck mal, wie viele Beamte damit gearbeitet haben. Oh, und wir haben eine automatische Waffe gefunden. Das hat sich echt gelohnt. Die Kinder haben also nicht nur eine wilde Fantasie gehabt, die haben tatsächlich was gesehen. Gut, dass wir da reagiert haben. Ne, das mit den Ermittlungen ist jetzt natürlich scheiße gelaufen, ne? Mord. Dem Tatort sind keine Detectives zugeteilt. Ja, scheiße. Nee, bin ich ganz ehrlich, das finde ich echt scheiße. Wenn mich die Stadtverwaltung nicht gezwungen hätte, einen meiner besten Detectives zu entlassen, einfach nur, weil er zu alt ist, dann hätte ich noch einen Detective gehabt, den ich zu diesem Mord hätte schicken können. Ihr habt den Mann auf dem Gewissen! Ja. Okay. Machen wir mal weiter. Beenden wir den Tag. Im Moment sind die Schichten ja relativ ausgeglichen, sind ja ganz gut zugeteilt. Da werde ich jetzt nichts hin und her schieben. Ich hoffe nur, dass wir jetzt vielleicht endlich mal so allmählich neue Angebote auf dem Arbeitsmarkt kriegen. Schülerin vom Blitz getötet. Oh. Süßwarenfabrik entlässt Angestellte. Legendärer Schauspieler Paul Spagat unterrichtet Meisterklasse in Freeburg. Und ernsthaft, Alter, kauf dir ein neues Auto. Meine Mutter ist gerade angefahren worden. Sie ist im Krankenhaus und kämpft um ihr Leben. Ich sollte bei ihr sein. Ist es schlimm, wenn ich diese Schicht aussetze? Ja, ist schlimm. Ich war die ganze Nacht auf, um einen spannenden Krimi namens Die letzte Versuchung Neptuns zu lesen, bin aber noch nicht ganz am Ende. Ich bin mir fast sicher, dass der Geist des Vertreters der Täter ist, aber ich weiß noch nicht genau. Kann ich nach Hause gehen und das Buch zu Ende lesen? Nein. Ich glaube, du spinnst. Ja, wenn die Mutter angefahren ist, ich meine, kann auch sein, dass er mir da Schwachsinn erzählt hat, aber ich nehme es erstmal so hin. Ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass er lügt.
afroamerikanische Demonstration. Ein Bundesgesetz verbietet öffentliche Versammlungen in der Nähe von Verwaltungsgebäuden. Die Schwarzen planen heute eine Demonstration vor der Stadtverwaltung. Das ist eine direkte Bedrohung für Bürgermeister Rogers Leben. Dämmen Sie diese Gefahr mit allen nötigen Mitteln ein. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich tun sollte. Hier ist Ihr wöchentliches Gehalt. Die Stadtverwaltung hofft, dass Sie uns nicht enttäuschen. $1,320 erhalten. Chloe Numata hat alle Prüfungen mit fliegenden Fahnen bestanden und sollte eine Belohnung erhalten. Wunderbar, läuft doch. SWOT-Verbesserung. Haben wir auch erhalten. Das Team arbeitet jetzt dreimal am Tag. Wir können einen weiteren Polizisten einstellen. Ah. Gerade bei einem Detective ist natürlich nur Flachpfeifen zur Verfügung. So, Jeffrey Gardner. Dich stelle ich erstmal... Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, in der anderen Schicht arbeiten 9 Leute. Jetzt muss ich nur gucken, welche Schicht hat denn... Hat's denn nötiger? Die kriegen einfach jeder ein und dann ist gut. So, Detectives. Habe ich 2 freie Plätze? Aber das Problem ist, dass das alles so Flachpfeifen-Detectives sind und mit so geringer Professionalität hier. Aber ich nehme sie trotzdem erstmal mit, damit wir unsere Plätze wieder auffüllen können. So, jetzt werden erstmal den Ermittlungen hier wieder Leute zugeteilt. Er hier braucht noch Unterstützung, da stellen wir mal den Banner dazu. Und das hier ist eine ganz wichtige Untersuchung, da kann der Kang mal bei helfen. Und dann sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus hier. So, was haben wir denn? Ich war noch gar nicht fertig mit meinen Ereignissen. Ungefähr 100 Afroamerikaner haben sich vor der Stadtverwaltung versammelt und den Sprechchor angestimmt. Wir wollen gehört werden. Ich habe eigentlich nicht vor, da diesmal einzugreifen nach der Geschichte letztes Mal da. Dann bin ich bei der Stadtverwaltung unten durch, ne? Aber ja, ich bin mir sicher. Wir können jetzt einen weiteren Detective einstellen. Wie habe ich den denn jetzt hier aufgeteilt? Ich habe jedem einen zugeteilt, ne? Dann braucht Schicht A noch einen Detective. So. Im Zweifelsfall müssen wir den Detective dann... Wenn wir wieder bessere Angebote haben und einen Detective loswerden wollen, muss im Zweifelsfall halt mal die Mafia uns unterstützen. Wir haben die ja jetzt bei ihrem Krieg hier auch unterstützt. So, mein Anteil. Die Vargas braucht Hilfe. Aber nur einen. Einen gefallen und dann muss man erstmal Sand wieder helfen. Weil der offene... die offene Rebellion will ich ja erst ab Tag 27 starten. Einer unserer Freunde hat eine große Tasche voll Sprengstoff für uns im Wald versteckt. Wir haben ein paar Leute hingeschickt, um sie abzuholen. Aber nur einer kam zurück und dem ist die Zunge herausgeschnitten worden. Wir sollten besser herausfinden, was mit dem anderen Typen passiert ist. Das machen die dreimal. Ja, bei der Stadtverwaltung habe ich erstmal verschissen, glaube ich. Ich gebe ihn ja nicht auf, ne? Ich gebe den Samadi nicht auf. Ich will, dass der endlich seine scheiß Polizeischule schafft. Häusliche Gewalt. Gerade ist ein Anruf von einer älteren Frau namens Sarah Willenson eingegangen. Sie macht sich Sorgen um ein weinendes Baby und laute Rufe aus dem Haus ihres Nachbarn. Sie kennt das dort lebende Kind nur als ruhig und brav. Koizumi und Quach, ihr guckt euch das Ganze mal an. Meine Cops haben tatsächlich alle schon einen relativ hohen Level erreicht, ne? Also ich habe eigentlich keine absoluten Flachpfeifen mehr da drin. Und auch die neuen Beamten, die jetzt eingestellt werden, die haben ja auch alle über 200 Punkte.
Nur die Detectives, die sind halt nicht so pralle, ne? Massenausschreitungen. Fußballfans haben beim Stadion einen heftigen Kampf losgetreten. Die Polizei versucht, die Ordnung wiederherzustellen, aber die Menge kooperiert nicht. Das ist jetzt natürlich unglücklich. Das heißt, warte mal, wie viel Zeit habe ich denn? Ich habe noch Zeit, um auf meine Leute zu warten. Austin fährt da nochmal hin, aber dann ist auch gut. Weil ich habe da Ausschreitungen, um die ich mich auch kümmern muss. Und jetzt habe ich auf einmal doch wieder zu wenig Beamte hier. Das ist ein bisschen blöd. Oh, jetzt darf aber kein Notruf reinkommen. Ja, alle meine Leute sind unterwegs. Das ist gerade eine ganz, ganz blöde Situation. Das ist die Art von Situation, die ich eigentlich immer versuche zu vermeiden. Die Vargas brauchen Hilfe. Ich muss ja erstmal die Sands unterstützen jetzt, ne? Ja, was ist denn jetzt da mit dem Baby eigentlich vorgefallen? Egal. Also nicht egal, aber das Spiel verrät es mir ja sowieso nicht, also... So, jetzt die Ausschreitung. In dem Stadion wurden mehrere Rauchbomben gezündet und die Leute prügeln gnadenlos aufeinander ein. Tränengas einsetzen, bitte. Läuft? Ja, ich bin ein guter Polizist. Ich bin super. Ich hoffe, der Fall braucht jetzt nicht so viele Beamte. 3, ja, das geht ja noch. Autodiebstahl. Eine Frau hat angerufen, um einen Autodiebstahl zu melden. Ich war auf dem Weg zur Arbeit und hielt an einer roten Ampel, als ein Mann zu meinem Auto gerannt kam und mich direkt durch das offene Fenster rausgezerrt hat. Beeilen Sie sich, hier ist überall Stau, er kann nicht weit gekommen sein. Austin, Kolsumi und Quach. Ihr erledigt das mal. Aus dem einfachen Grund, dass die anderen Beamten von den Massenaufruhen ja da fast wieder zu Hause sind. Und dann kann ich da ja ruhig die ideale Anzahl an Leuten hinschicken. Die Sands brauchen Hilfe. Okay, da können wir unser Leben retten jetzt. Nehmen wir da jemanden hinschicken. Es sind wieder ein paar Idioten in unserer Bank und versuchen Geld von unseren Konten abzuheben. Diesmal haben wir versucht, sie einfach rauszuwerfen, worauf sie begonnen haben, Möbel zu zertrümmern und Unterlagen zu verbrennen. Offensichtlich denken die Schwachköpfe, dass uns das schaden könnte. Ich bin gerade am Überlegen. Wie war denn jetzt eigentlich der letzte Punktestand? Hatte ich schon ausgeglichen oder war das das, wo Vaga noch vorne lag? Vandalismus. Die Rentnerin Samantha Randon sah aus ihrem Fenster, als sie zwei junge Frauen dabei beobachtete, wie sie über das Fenster in ein nahes Haus einbrachen und dann die Worte Verräterin und Fotze an die Wand schmierten. Koichi? Nee, nicht Samadhi. Du nimmst dir mal Quach. Samadhi muss ja zwischendurch auch mal ein bisschen lernen für seine Prüfung. Vielleicht schafft das ja dann doch im dritten Anlauf, obwohl ich ja ursprünglich gesagt hatte, dass ich ihm keine dritte Chance mehr gebe. Und jetzt mache ich es doch. Ich weiß nicht, was der Kerl an sich hat. Der ist mir auf irgendeine Art und Weise sympathisch, ja. Obwohl ich eigentlich nur hier gesichtslose... Na, gesichtslos ja nicht, aber die haben ja eigentlich gar keine Persönlichkeiten. Und trotzdem, ich mag den Kerl irgendwie. Die Schläger haben einen neuen Anführer und offenbar wollte er sich bei Varga einschleimen, weswegen er die Tochter eines hohen Mitglieds unserer Familie entführt hat. Wir haben die Adresse des Hauses herausgefunden, zu dem sie gebracht wurde, und bereits einige Leute hingeschickt. Aber wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Das ist die perfekte Situation für etwas Polizeiunterstützung. Koizumi, Purdy. Ihr kümmert euch da mal drum. Koji ist jetzt definitiv meine Top-Beamtin, meine ich. Ich glaube, mit 485 ist sie jetzt auf Platz 1. Aber das lässt sich doch bestimmt irgendwie nachschlagen.
Über einen Stellvertreter, glaube ich, ne? Statistiken. Kochi, beste, genau. Wunderbar. 74 zu 18. 9 gelöste Fälle. Verbleibende Tage 154. 6 verstorbene Polizisten, 1 verstorbener Detective. Ja, erinnere mich nicht daran. Das ist, gefällt mir gar nicht. Die Annahme von gestohlenen Waren. Anführer. Simon Gorodnitschew besitzt die Werkstatt, die als Hauptquartier der Motorradgang Wheels of Empire dient. Er trägt immer weiße Sneaker. Nach dem Raub brachte Anton Tretjakov die Beute zurück zur Werkstatt. Er war allein und trug eine große Tasche bei sich. Simon Gorodnitschew bewahrte die gestohlenen Schmuckstücke in einem kleinen Safe auf. Der Safe ist hinter dem Sackgasse-Straßenschild versteckt, das an der Wand hängt. Nach dem Raub brachte Tretjakov die Beute zur Werkstatt. Er war allein und trug eine große Tasche bei sich. Er hat ihm das gegeben. Er trägt immer weiße Sneaker, das heißt, das Ding ist nicht richtig. Okay. Wir sind da offensichtlich noch nicht fertig. So vielleicht? Irgendwas fehlt da noch. Ich vermute, irgendwas fehlt da noch. Irgendein Teil. Das heißt, die Ermittlungen laufen erstmal weiter. Auf der anderen Seite, wir haben keine weiteren Erkenntnisse errungen. Das kann auch heißen, haha, Arschkarte. Das sind alle Bilder, die du kriegst. Wie in den anderen beiden Fällen, wo ich auch gedacht habe, wir warten noch auf weitere Fotos, irgendwas kommt da noch. Und dabei hatten wir schon alle Fotos, die wir brauchten, um den Fall zu lösen. Wisst ihr noch? Oh, jetzt führen die Sands. Aber ab jetzt. Ab jetzt schlagen wir richtig zu. Jetzt bringen wir die Sache zu Ende. Tag 27. Der Tag der Abrechnung, oder zumindest der erste Tag der Abrechnung. Ab heute lassen wir uns von den Sands gar nichts mehr sagen. Leichenwagen stößt mit Krankenwagen zusammen. Keine Überlebenden. Für Waisenhaus gekaufte Plüschtiere als giftig identifiziert. Bürgermeister Rogers. Ich werde auf der Polizeiwache wieder Ordnung einkehren lassen. Ich krieg bestimmt Stellen gestrichen oder irgendwie so einen Scheiß. Dafür, dass ich nichts gegen die Demonstration unternommen habe. Ich wollte aber nicht schon wieder in so eine Anhörung. Faust und Roy haben sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und werden vermutlich die nächsten 5 Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Scheiße. Das war dieses Luxusfutter, oder? Ich bin zu müde, ich kann gerade ausgehen. Kann ich nach Hause gehen? Ja. Ich kann kaum noch gerade ausgehen. Kann ich nach Hause gehen? Bekannte Alkoholikerin oder bist betrunken? Heute entscheidet das Gericht über das Sorgerecht meiner Kinder. Sie weinen und haben Angst, dass sie nicht mehr bei sie leben dürfen. Ich muss zu der Anhörung. Können Sie mir den Tag freigeben? Na gut, jetzt haben wir natürlich nur noch einen Bruchteil unserer ursprünglichen Truppen hier vor Ort. Das muss erstmal reichen. Da müssen wir irgendwie mit klarkommen. Was soll ich sonst machen? Was soll ich denn sonst machen? Oh, Minister Spain hätte ich noch, die ich hier für die Sterling. Betrunken zur Arbeit erschienen. Du fliegst. Schicht A ist das. So. Haben wir nicht nur eine Frau gegen eine Frau ausgetauscht, sondern wir haben auch noch eine Frau gegen eine schwarze Frau ausgetauscht. Das heißt, gleich 2 Minderheiten hier im Polizeidienst abgedeckt. Okay. Stadtverwaltung wird erstmal nicht mehr mit mir spielen wollen. So, dann bin ich mal gespannt, was der Tag heute bringt.
Guckt euch das an hier. Unsere schlechtesten Leute haben 180 Punkte. Das ist doch geil. Vandalismus am Maisdenkmal. Das sollte doch abgerissen werden. Eine ältere Frau hat berichtet, dass Kinder mit Kapuzenpullis unflätige Worte auf ein nahes Denkmal geschmiert haben. Vandal, du guckst dir das mal an. Selbstmorddrohung am Atticus-Wolkenkratzer. Eine Teenagerin konnte sich an den Wachen des Hochhauses vorbeischleichen und auf das Dach gelangen. Sie steht nun an der Kante. Ein Wächter hat die Polizei angerufen und gesagt, er traue sich nicht, sich ihr zu nähern. Er könne sehen, dass sie es ernst meinte. Numata und Higgins. Das ist euer Job jetzt. Das wird bestimmt sowieso einer von den Fällen, wo ich selber aktiv werden muss. Ein Lastwagenfahrer hat einen Teenager gesehen, der in der Mitte einer Brücke über den Sicherheitszaun geklettert ist. Der Fahrer hat angehalten und versucht, mit dem Jungen zu reden. Dieser wurde aber hysterisch und schrie, komm nicht näher oder ich springe. Sag mal, was ist denn heute hier in der Stadt los? Das ist ja eine Katastrophe. Die Vargas brauchen Hilfe, aber natürlich, Schätze. Ein paar unserer Jungs haben einen Laster erledigt, der Sand gehörte, haben ihn in den Fluss stürzen lassen. Alles lief super, bis unsere Leute von einem örtlichen Jäger aufgehalten wurden, der sie mit der Waffe bedroht. Der sagt, sie sollen warten, bis die Polizei da ist, oder er schießt sie direkt. Könnten Sie vielleicht ein paar Ihrer Leute hinschicken, um das zu erledigen? Ein paar meiner Leute? Einer reicht. Und damit ist der Bandenkrieg wieder ausgeglichen. Es müsste jetzt theoretisch 23 zu 23 stehen oder auf jeden Fall Gleichstand. Und das bedeutet, jetzt wird das Mächteverhältnis in dieser Stadt kippen. Ich lasse es jetzt drauf ankommen. Ich ziehe das jetzt durch. Sand kann mich mal. Ja, wenn er heute vorne liegt und am 28. vorne liegt, ich hoffe, dass am 29. schon alles vorbei ist. Oder soll ich noch einen Tag warten? Oh, ich weiß es nicht, Leute, das ist alles so unsicher. Fahrerflucht. Ein Fußgänger hat ausgesagt, dass er beobachtet hat, wie ein dunkler Lieferwagen auf den Bürgersteig schleuderte und zwei Teenager auf Skateboards erfasste. Er hat nicht mal gebremst. Einfach die beiden Kids überfahren und dann weiter, der betrunkene Freak. Okay, Dirac, das ist jetzt mal deine Aufgabe. Du nimmst ja Brock und Kane mit. Vielleicht lernen die beiden gleich was von dir. Aber ich finde, im Großen und Ganzen habe ich inzwischen das hier alles ganz gut unter Kontrolle. Ne? Zumindest was die Ausbildung meiner Leute angeht. Lage ist ernster als wir dachten. Benötigen Verstärkung. Okay, ich schicke euch Vandal. Und dann warte ich noch auf Yancy und Hatton, bevor ich da auf den nächsten Notruf reagiere. Laufendes Verbrechen, Tiermisshandlung. Wir haben einen wirren Anruf von einem Mann erhalten, der behauptet, beim Nachhausekommen von der Arbeit eine riesige Katze vor seiner Tür vorgefunden zu haben, die sich zum Angriff bereit duckt. Sie hat geknurrt wie ein Tyrannosaurus, hat das Opfer gestottert. Hatton, du fährst da mal hin, das ist ein falscher Alarm, denke ich. Ach du Schande, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Eine Rentnerin hat aus dem Fenster gesehen, wie eine Gruppe nackter Menschen durch die Straße rannte. Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte und hat daher ihre Nachbarin angerufen, die das geschmacklose Spektakel ebenfalls gesehen hatte. Die Frauen haben gemeinsam die Polizei angerufen und verlangen eine sofortige Erklärung. Okay. Und der Mannschaftswagen. Auf geht's. Und schon sind wieder alle meine Leute unterwegs. Heute ist echt was los hier in der Stadt. So, die Fahrerflucht ist zumindest schon mal geglückt, beziehungsweise das Vereiteln der Fahrerflucht ist geglückt. Die Leute sind schon mal auf dem Rückweg, das heißt, die werde ich dann demnächst hier einsetzen können. Wir versuchen uns nochmal an Sands Ranch. Diesmal haben wir aus unseren Fehlern gelernt und sind besser ausgerüstet. Aber Mr. Varga würde sie trotzdem gerne noch zu der Party einladen. Um genau zu sein, besteht er darauf. Ich schicke euch sogar einen meiner Besten. Vielleicht ist das ja jetzt die Entscheidungsschlacht. Vielleicht ist das die Schlacht, die jetzt hier diesen Bandenkrieg entscheiden wird.
Der angebliche Katzosaurus Rex ist nur ein ganz normales Haustier eines Nachbarn und stellt keinerlei Bedrohung dar. Na gut, das war zu erwarten, da habe ich auch mit gerechnet, aber sicher ist sicher. Und ich möchte auch, dass die Leute sich ernst genommen fühlen, dass wir hier tatsächlich nach Möglichkeit jedem Notruf nachgehen. Die Sands brauchen Hilfe, ihr könnt mich mal. Die Sands brauchen Hilfe. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Nennt mir einen plausiblen Grund, warum ich eure bösartige Killerbande auch nur eine einzige Sekunde weiter noch unterstützen sollte. Nach dem, was ihr meinem Freund angetan habt, und wagt jetzt nicht zu behaupten, das sei meine eigene Schuld, weil ich mich von ihm abgewendet habe. Ja? Den Schuh ziehe ich mir nämlich nicht an. Ihr habt die Kinder ermordet, ihr habt die Frau getötet, ihr habt dem Mann den Kopf abgeschlagen. Hier könnte ruhig mal wieder was passieren. Okay. Zum Beispiel eine unerlaubte Versammlung. Personen in weißen Kappen haben sich vor der Stadthalle versammelt und verlangen eine Rückkehr zur guten alten Zeit von Rassentrennung und Sklaverei in Freeburg. Die Menge bildete Sprechchöre. Macht den Weißen! Bei einigen wurden Revolver gesehen. Okay, da brauchen wir jetzt das volle Team. Beziehungsweise drei lasse ich nochmal in der Hinterhand, weil ich ja SWAT-Team und das alles mitschicke. Wir haben ja da noch einen Fall, ne? Zerstörung von Privateigentum. Die Leiterin eines Supermarktes, Sonja Franco, berichtet, dass ein älterer Mann absichtlich die Gemüsetheke umgestoßen habe und nun keinen Schadensersatz zahlen wolle. Er hat versucht zu entkommen, aber die Wachen konnten den Täter festhalten. Brock, das ist deine Aufgabe. Dann habe ich ja noch Yancy und Higgins in der Hinterhand, falls wir für die Auflösung dieser Versammlung da eventuell noch Verstärkung brauchen. Nein! Sie haben Moser getötet, ihr miesen Schweine! Oh, ihr... Das werdet ihr büßen. Das werdet ihr büßen. Die Gang nehme ich auseinander. Das könnt ihr aber glauben. Oh, das könnt ihr aber glauben. Ja, Brock war erfolgreich. Also diese Gang-Ermittlungen, die sind gar nicht so ungefährlich. Diese Gang hat mich jetzt schon zwei Detectives gekostet. Und zwar zwei meiner besseren Detectives. Obwohl, nee, der Armstrong, der war ja gar nicht so pralle. Aber trotzdem. Zwei Detectives sind bei diesen Ermittlungen ums Leben gekommen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Der Krieg ist vorbei! Die tyrannische Herrschaft der Familie Sand, die für Generationen angehalten hat, ist zu Ende. Die kriminelle Welt von Freeburg hat sich vollkommen verwandelt. Wo genau das alles enden wird, das liegt nun bei Vickes Varga. Es war die Entscheidungsschlacht. Es war tatsächlich die Entscheidungsschlacht. Ja, den erkläre ich für tot. Ich brauche gute Detectives. Das geht nicht anders. Ich muss ihn für tot erklären. Oh, endlich. Der Bandenkrieg ist vorbei. Ich muss mich nicht mehr zurückhalten. Ich muss mich nicht mehr zwischen den Sands und den Vargas entscheiden. Ich kann ab jetzt wieder so frei spielen, wie ich will. Und das ist ein schönes Gefühl. Aber das soll's dann auch für heute gewesen sein. Das war das Ende des Bandenkrieges und auch das Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht. Ich bin der Rio, ich klinke mich jetzt aus. Und wir hören voneinander das nächste Mal, wenn es denn dann hier auf dem Kanal wieder heißt, Let's Play This is the Police. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.